Mancher Kirchenbesucher traut derzeit seinen Augen kaum, wenn er an der katholischen Heiligkreuzkirche vorbeigeht. Auf dem Kirchplatz steht seit gestern eine überlebensgroße Statue von Martin Luther. Zuvor war sie an der evangelischen Christuskirche zu finden. Wir haben einen guten Kontakt zur evangelischen Kirchengemeinde hier in Dülmen. Und Martin Luther ist natürlich auch jemand, der der katholischen Kirche was zu sagen hat. Und jetzt im Reformationsjubiläum ist dann eben die Idee geboren, wo die Luther-Figur vor der evangelischen Kirche stand und im Raum stand, die soll jetzt auch so ein bisschen durch Dülmen wandern, dass sie auf jeden Fall auch hier einen guten Platz hat, um deutlich zu machen, wir arbeiten gut zusammen, die katholische und die evangelische Kirche. Und auch geht es darum, ein Zeichen zu setzen in die Richtung Martin Luther, was hat der uns Katholiken zu sagen, was hat die Reformation für die katholische Kirche zu bedeuten gehabt und bis heute zu bedeuten. Mitglieder der Pfarrgemeinde Heiligkreuz legen letzte Hand an, sie befestigen die Figur am Fundament. Sicher ist sicher. Pfarrerin Susanne Falke freut sich, dass die Lutherfigur als Zeichen ökumenischer Zusammenarbeit auch an anderen Plätzen in Dülmen zu sehen ist. Ja, ich finde das natürlich super. Ein gutes Zeichen für Ökumene und kann da nichts gegen haben, finde das einfach wunderbar. Es gab die Idee vom Gestaltungsraum Münsterland, 30 solcher Figuren in diesem Reformationsjahr in Städte des Münsterlandes zu verteilen. Und das ging ja los am 31.10.2016 auf dem Prinzipalmarkt in Münster mit einer Installation. Und sobald wir das wussten, haben wir uns um eine Statue beworben und haben die dann bekommen. Und seit Anfang des Jahres steht sie ja dann vor unserer Christuskirche. Aber war immer schon gedacht, dass sie mobil sein sollte und auch an anderen Städten der Stadt stehen sollte. Und jetzt steht sie hier, das ist schön. 6 Wochen wird die Lutherstatue jetzt an der Heiligkreuzkirche zu sehen sein. Danach ist eine Aufstellung auf dem Marktplatz vorgesehen.